Ja, ich bedanke mich sehr viel. Ich bin Mina Ahadi, Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime. Die Beschneidung hat keine Vorteile, aber viele Nachteile. Ich bin Mina Ahadi und spreche hier vor dem Zentralrat der Ex-Muslime und auch vor Eltern aus sogenannten islamischen Ländern, wo die Jugendbeschneidung eine verbreitete religiöse Tradition ist. Vor genau einem Jahr standen wir schon einmal auf diesem Platz, um die Gesundheit aller Kinder zu verteidigen und ihre körperliche Unversehrtheit zu schützen. Ging es damals im Wesentlichen darum, vor die Bundesrepublik Deutschland das Beschneidungsgesetz abzuschaffen. Kommen wir heute zusammen, um solche Gesetze international zu verhindern. Noch immer wird auf der ganzen Welt behauptet, vor allem in den sogenannten islamischen Ländern, die Jungenbeschneidung sei eine religiöse Pflicht und diene zusätzlich dem Schutz vor AIDS, Krebs oder sei hilfreich in Bezug auf das Verhindern urologischer Krankheiten. Wer wissenschaftlich an diese Behauptungen herangeht, erkennt, dass das einfach nicht stimmt. Ganz im Gegenteil. Weltweit sterben Jahr vor Jahr zahlreiche Kinder bei der Beschneidung und zwar durchaus auch bei oder nach den Operationen in modernste Krankenhäuser. Auch wenn es durch eine einflussreiche Lobby aus Religionsführern, beschneidungsfreundliche Mediziner und machtbesessene Politiker geleugnet wird, sind die schädlichen Folgen jeder Beschneidung der Fachwelt und Teilen der Öffentlichkeit inzwischen bekannt. Die notwendige Aufklärungsarbeit müssen wir jetzt in die Jugendämter, Wohlfahrtsverbände und Schulen bringen. Wir werden dabei auf Widerstand stoßen, das wissen wir genau. Eine medizinisch erforderliche oder medizinisch vorteilhafte Beschneidung von Jungen unter 18 Jahren gibt es in 99% der Fälle nicht. Selbst dann kann und sollte vorhauterhaltend behandelt werden. Gerade bei den Familien aus sogenannte islamische Länder muss ein Umdenken stattfinden. Die Mullahs und Müftis, die den Verlust ihrer Macht und Bedeutung fürchten, setzen in diesen Monaten die europäischen Regierungen unter Druck. Wir Beschneidungsgegner sind eine stetig wachsende weltweite Bewegung geworden. Politik und Presse können uns nicht mehr ignorieren. Nutzen wir diese Stärke, um weltweit Gesetze zu erreichen, die das Kindeswohl und die Kinderrechte von Mädchen und Jungen wirklich schützen. Deshalb ist unsere heutige Demonstration gegen die Kinderbeschneidung nicht nur von Deutschland oder Europa wichtig, auf meine Sicht, sondern hat eine unmittelbare Wirkung auf Länder wie Iran, Irak, Sudan, Afghanistan und so weiter. Kinderärzte und Psychologen überall auf der Welt sind sich längst einig, dass die Beschneidung Mädchen ebenso wie Jungen an der körperlichen und seelischen Gesundheit beschädigt. Und zwar ein ganzes Leben lang. Kein Kind kann verstehen, worum es bei der Beschneidung wirklich geht. Der Junge will Ehre und Männlichkeit erzielen und ihm wird durch die Eltern und große Brüder deutlich gemacht, dass das ohne Beschneidung nicht funktioniert. Auch 14- bis 17-Jährige sind
völlig altersgemäß sexuell relativ unerfahren und leicht überlistet werden und können durch erwachsene Vertrauenspersonen leicht überlistet werden, in eine Beschneidung einzuwilligen. Alle diese Kinder und Jugendliche müssen wir vor der lebenslangen und irreversiblen Schädigung schützen. Die Studien des dänischen Mediziner Dr. Morten Frisch belegen, dass die Beschneidung auch das Intimleben der Sexualpartner eines männlichen Beschnittenen nachteilig beeinflussen kann. Und das ist sehr wichtig bei Frauen aus sogenannten islamischen Ländern. An diesem 7. Mai verlangen wir von den Menschenrechtsorganisationen und Politikern, der Angriff auf den gesunden Körper eines jungen Menschen als Menschenrechtsverletzung und Kinderrechtsverletzung zu definieren, und fordern wir ein weltweites Beschneidungsverbot für alle Jungen und Mädchen unter 18 Jahren. Es gibt kein Elternrecht auf Beschneidung. Dankeschön.